Ein neuer Tag in Ella. Wir haben richtig Glück im Moment mit dem Wetter. Die Sonne scheint die ganze Zeit. Nur nachts wird es immer noch etwas kalt. Wir haben uns jetzt aber gestern eine zweite Decke organisiert und so haben wir wenigstens in der Nacht nicht gefroren. Ja, und Steffen geht jetzt heute nochmal alleine wandern, weil ich immer noch meinen Fuß schonen will. Ja, und Steffen geht heute auf? Ja, ich gehe heute auf den Little Edifice Peak und schaue vorher noch an der Nine Arc Bridge vorbei und hoffe, dass dann zukommt, wenn ich da bin. Ja, drücken wir mal die Daumen. Ja, ich werde jetzt gleich wieder runter ins Restaurant gehen und mich da etwas hinsetzen und später wieder hier auf die Terrasse. Morgen tue ich mir auch nochmal die Ruhe an mit dem Fuß. Steffen ist dann nämlich mit unserem Gastvater, nennt man ihn so? Ja. Gastgeber. Wie auch immer, ja. Unterwegs. Ja. Ja, unterwegs. Auf welchem Berg ist das? Ich weiß gar nicht, wie der Berg heißt. Das ist wohl ein Berg, wo auch keine Touristen sind, wo nur Einheimische hingehen. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Er hat mich da eingeladen und ja, ich lasse mich da einfach mal drauf ein und guck mal, wo wir hingehen und wie es dort aussieht und wie es dort wird. Keine Ahnung. Ja, also es könnte ziemlich schön werden. Er hatte erst angeboten, dass sie campen gehen, aber dann haben sie sich das doch nochmal überlegt, weil es zu kalt ist nachts und dann auch ziemlich viele Moskitos wohl da auf diesem Berg sind. Also hier haben wir bisher noch keinen Ärger mit Moskitos gehabt. Also die sind einfach gar nicht aufgetaucht. Ja. Aber wir werden so lange angezogen, uns kann eigentlich gar nicht stechen. Vielleicht in die Nase. In die Nase, genau. Ja, und dann machen wir uns jetzt auf den Weg. So, da oben hoch wohnen wir und wir gehen jetzt in die Richtung. Wir wohnen auf dem Berg und wir gehen jetzt da runter in die Stadt und kaufen uns erstmal was zu essen, bevor Steffen jetzt losgeht. Da hinten wird gerade Cricket gespielt. Ja genau, hier hinter uns und über dem Cricketfeld, da ist der Bahnhof. Da kommen die ganzen Züge aus Ella und von Ella weg. Ja, ist sehr bekannt, weil die Zugfahrt hier runter eine Panoramafahrt ist und viele die machen. Ja, die meisten kommen halt mit dem Zug hier runter und wir werden ihn dann auch noch später sehen. Ja, wir freuen uns auch schon auf die Zugfahrt. Ja. Ja, und da vorne sind ein paar Cafés, da werde ich mich gleich hinsetzen. Aber vorher gehen wir noch hier an die Ecke auf der anderen Seite zum Rotti-Laden und holen uns da jetzt was zu essen. Ja, und dann macht Steffen sich dann gleich auf den Weg. Das ist unser Rotti-Laden, da holen wir uns jetzt ein paar Rottis. Rottis. Ja, wir haben unsere Wegzehrung besorgt und dann kann es losgehen. Und natürlich noch ein bisschen Wasser. Ich gehe jetzt auf den Berg und Farina geht jetzt da drüben in den Café. Ich bin jetzt wieder an den Gleisen unterwegs und es geht erstmal zur Nine Arc Bridge. Um da hinzukommen, läuft man vom Bahnhof aus einfach rechts und immer den Gleisen entlang. Das war's von der Nine Arc Bridge und nun geht's weiter zum Little Adams Peak. Wenn man ein bisschen größeres Budget hat, dann kann man auch hier wohnen. Von dort hat man den direkten Blick zum Little Adams Peak. Der ist hier oben. Da geht's jetzt hoch. Und das hier? Das ist der Ella Rock. Da war ich ja schon.
Ich habe es fast geschafft. Ich bin fast oben auf dem Little Adams Peak und die Landschaft hier ist wirklich wunderschön. Das war's hier vom Little Adams Peak. Ich mache mich jetzt gleich wieder an den Abstieg. Farina wird sicher schon auf mich warten. Es war wirklich sehr schön hier oben und ist auch leicht hier hochzukommen. Also auch für Leute, die sich nicht so anstrengen möchten oder auch nicht so viel Kondition haben, ist der Berg auf jeden Fall der richtige. Hallo. Na, ist fleißig? Ja. Wir sitzen jetzt schon ein bisschen, so langsam wird es kalt. Gut, dass du kommst. Steffen hat mich ja jetzt gerade abgeholt. Und jetzt gehen wir eben nach Hause, ziehen uns was anderes noch an, weil es jetzt so langsam kalt wird. Ja, ich habe schon was Warmes an, Steffen noch nicht. Und Steffen springt dann auch noch mal schnell unter die Dusche. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich ins Chill-Café umziehen und uns da noch eine Runde hinsetzen.